gesagt, es gibt keinen Weltfrieden, nur eine Art relatives Gleichgewicht der Kräfte. I like these calm little moments before the storm. Und es gibt im Grunde niemals eine völlige Waffenruhe. Es sind daher auch alle linken Ideen. Welche Linke eigentlich? Alle linken Ideen, die über die Landesgrenzen hinausreichen, leider naiv, denn es kann keine linke Welt geben, wenn es nicht zuvor erstmal eine moralische Welt gibt. Can you hear it? It's like when you put your head to the grass, you can hear it crawling. You can hear the insects. Und die gibt es nicht. Es müsste dafür wiederum erstmal eine befriedete Welt geben, die es eben nicht gibt. Es gibt an sich überhaupt keine Moral in der Welt, wenn wir sie nicht selber in die Welt hineinbringen. Das kann man vom Kleinen her aufbauen, indem man sich Vertrauen verdient in seinem Umfeld. Man kann es vielleicht auch ausdehnen auf größere Bezugsrahmen, innerhalb derer Moral gepflegt wird. Aber auf internationaler Ebene ist der, der sich moralisch verhält, derzeit dann einfach nur das Opfer der Immoralisten, das Opfer der feindseligen Schliche, die leichte Beute. Das heißt aber nicht, dass es klug wäre, im internationalen Bezugsrahmen Schlechtes zu tun. Aber wer hier nicht absolut misstrauisch ist in alle Richtungen, wird sofort ausgetrickst werden, wird ausgebeutet werden, wird ausgeraubt werden, wird vielleicht auch komplett unterworfen werden, etc. Es ist nicht zuletzt das viele Fernsehen daran schuld, wenn wir irrtümlicherweise glauben, dass regionale Kriege eine Art zutiefst bedauerlicher Unfall wären, eine Art tragische Ausnahme von der guten Regel. Aber diese gute Regel gibt es nicht. Die müsste von der Welt erst noch hervorgebracht werden. Ich zitiere nun also den Papst Franziskus, Doppelpunkt. Es gibt Wirtschaftssysteme, die, um überleben zu können, Krieg führen müssen. Also produzieren und verkaufen sie Waffen, so werden die Bilanzen jener Wirtschaftssysteme saniert. Es gibt keinen Weltfrieden, es gibt nur eine prozentuale Waffenruhe oder das Ausweichen auf alternative Formen der Kriegsführung wie Wirtschaftskrieg und Finanzkrieg. Aber die Welt bräuchte erstmal einen Weltfrieden und dann könnte die Moral theoretisch eines Tages mehr sein als nur ein Luxus innerhalb von einem befriedeten Gebiet, das jederzeit auch wieder zum Kampfgebiet werden kann. I want you to do me a favor. Yeah, sure. I want you to hit me as hard as you can. What? I want you to hit me as hard as you can.